Auf einen guten Trail und damit recht herzlich willkommen bei Ich am Weg unterwegs mit Peter. Ich begrüße euch hier aus Miesenbach, das ist in der Nähe von Bernitz und das wiederum ist im schönen Biestingtal, ja, und das umgeben der Wälder der Gutensteiner Alpen. Und ja, wie schon der Name sagt, heute geht's ein bisschen ja ins Gelände. Ich werde heute ein bisschen Technik pauken und nehme euch aber trotzdem mit. Und ich würde sagen, lasst uns eine gute Zeit haben. Ich laufe los und ihr könnt es genießen. Also dann. Ausgangspunkt meines Trails ist die Ortschaft Reichenthal, welches zur Gemeinde Waldeck im Bezirk Wiener Neustadtland im Industrieviertel Niederösterreichs liegt. Der Fluss Biesting, welcher im Norden des Schneebergs entspringt, fließt wie durch die meisten Orte des Biestingtals auch durch Reichenthal. Er wird im Volksmund auch der kalte Gang genannt. Ich folge fortan den weiß-grün-weiß markierten Wanderweg, welcher vom österreichischen Touristenclub betrieben wird. Die Gutensteiner Alpen sind eine Gebirgsgruppe der Ostalpen im nordöstlichen Teil der nördlichen Kalkalpen. Der höchste Gipfel ist die Reisalpe mit 1399 Meter. Über die Wiesen von Weidmannsfeld laufe ich nun über Forstwege hinauf auf den großen Kitzberg. Nahe der höchsten Erhebung erreiche ich schließlich das Rudolf-Fordinal-Haus. Es handelt sich dabei um eine Selbstversorgerhütte der Alpenfreunde, welche auf 771 Meter Seehöhe liegt. Von der Terrasse aus hat man einen herrlichen Blick auf das Alpenvorland. Nach der ersten Erhebung darf ich mich nun auch über den ersten Downhill freuen. Am südöstlichsten Rand des Kitzbergs gelange ich zum Sattel der Ochsenheide. Von nun an wird es ein Trail ganz nach meinem Geschmack mit vielen gemütlichen Waldpassagen, aber auch mit kniffligen Stellen. Zunächst
laufe ich um den Ehrenbaumhügel. Danach leitet der Trail entlang eines abgezäunten Wildgeheges. Der teils steinige Aufstieg auf den Hauskugel auf 732 Meter ist nicht zu unterschätzen. Beim Downhill vom Hauskugel ist aufgrund des steilen Gefälles Vorsicht geboten. Nach einem tollen Trail über schöne wie schmale Forststeige gelange ich auf eine freie Fläche, auf welcher sich der Fels des Dunkelsteins auf 828 Metern befindet. Die Aussicht reicht vom Unterberg bis hin zum Schneeberg. Der Trail entlang des bewaldeten Bergkamms nördlich des Ostgrabens wird abenteuerlich, macht aber extrem viel Spaß. Auf ca. 900 Metern Seehöhe begegne ich dann noch einigen von Schnee angezuckerten Bäumen, Wiesen und Steige. Für diese Jahreszeit Ende April in dieser Gegend durchaus normal. Der große Neukugel ist mit seinen 1053 Metern die höchste Erhebung des Trails und somit auch der höchste Punkt, den ich heute ansteuern konnte. Ein kleines hölzernes Gipfelkreuz sowie eine Gipfeltafel darf man für sein Gipfelglück besuchen. Die Aussicht durch die Baumstämme auf die Gutensteiner Alpen ist wahrlich eine Belohnung. Der Downhill nach Gutenstein durch den Jogelgraben und über die Heinrichshöhe ist dann ein richtig toller Ritt. Die teils schmalen und steilen Pfade sollte man aber nur als geübter Trailläufer mit ausreichender Technik und gutem Schuhwerk laufen. Hat man das Vertrauen und die Kondition, dann geht hier echt die Post ab. Am Ende erreiche ich zufrieden den Ort Gutenstein, der, wie der Name es verrät, auch der Namensgeber dieser Alpenregion ist. Hier werde ich euch im Laufe meines Projektes Biestingtal Rundwanderweg mehr darüber erzählen und hoffe, euch hat dieser Trail gefallen. Dieser Trail ist ein kurzweiliges, aber keinesfalls langweiliges Unterfangen. Mit seinen 15 Kilometern und knapp 900 Höhenmetern verlangt er seinen Nutzer aber doch so einiges ab. An manchen Stellen geht es doch recht steil hinauf und auch wieder hinab. Aufgrund der Bodenbeschaffenheit sollte man auf jeden Fall gutes Schuhwerk anhaben. Der Trail ist ausreichend gut markiert und mit Reichenthal und Gutenstein gibt es zwei Orte, die mit dem Zug aus Wiener Neustadt sehr gut erreichbar sind. So, das war jetzt also mein Trailrun hier von Reichenthal über den Kitzberg, über den großen Neukugel hier jetzt nach Gutenstein. Ja, das war mal so eine Tour nach dem Sinne des Berg-Trail-Run-Geschmacks, ihr habt das gesehen, da war schon ja ein bisschen Technik gefragt, das war aber heute auch das Ziel meiner Tour. Und trotzdem
denke ich, habt einen guten Eindruck bekommen, wie schön die Strecke heute war. Man muss dann schon ein bisschen aufpassen. Die Stöcke waren heute definitiv kein Fehler und interessanterweise haben wir auch ein Revival des Winters heute wieder gehabt. Naja, sei es drum. Ich fand's großartig, ich hoffe ihr auch. Und ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns auch schon beim nächsten Mal wieder sehen. Und zwar, wenn ich wieder unterwegs bin und ihr hoffentlich mit dabei. Also dann, ciao, ciao.